Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudinen, zu einer neuen Folge von FIFA 17 Karrieremodus mit dem FC Bayern München. Und ich schalte mal kurz die Kamera ein. Ich wollte mich an der Stelle nochmal bei euch bedanken für die vielen tollen Kommentare, die ihr in der letzten Folge dagelassen habt bezüglich des Real Talks. Und ja, dafür nochmal ein ganz großes Dankeschön für die vielen Kommentare, auch natürlich für die vielen, vielen Daumen nach oben, die ihr gegeben habt. Und ja, ich hoffe, dass es euch weiterhin so gefallen wird, dass ihr weiterhin auch die Let's Plays unterstützt, Daumen nach oben gebt und auch viele Kommentare schreibt. Würde mich sehr, sehr freuen. Und damit starten wir rein in die Partie, hätte ich fast gesagt, in diese Folge. Und wir wollen heute ein paar Sachen transferieren. Aber das mache ich erstmal ohne Kamera weiter. So, also ich habe schon mal eine Anfrage an Dortmund gesendet, wegen Dembélé. Den hatte ich auch noch so ein bisschen im Auge. Ganz kurz geguckt. Ihn hier habe ich, glaube ich, eine Anfrage geschickt. Isco wäre eine Option, nochmal zu holen vor Vertrag. Ja, das würde ich gerne nochmal machen. Das heißt, wir gehen mal auf 75 hoch. Das sollte ihn dann hoffentlich freuen. 87. Keine Angabe. 3 Jahre. Machen wir das mal. Denn er hat in der Real Madrid auch bei Real Madrid auch keine Rolle gekriegt. Also von daher gucken wir mal. Dembélé und der gute junge Mann, den ich leider gerade wieder vergessen habe, den haben wir Angebote gemacht, damit wir auf dem Flügel noch ein bisschen was haben. Mal gucken, was da kommt. Okay, Philipp Lahm ist damit zufrieden, dass er nur Rotationsspieler ist. Finde ich spitze. Sehr gut. Das ist doch mal eine sehr, sehr gute Sache. Gucken wir nochmal ganz kurz die Tabelle an. Wir haben vor Leverkusen 7 Punkte Vorsprung und vor Wolfsburg 9 Punkte. Wolfsburg wird unser nächster Gegner sein, aber erstmal müssen wir natürlich die Transferphase hier abschließen. So, es sind die letzten 10 Stunden und Chelsea hat die Bedingung akzeptiert. Da waren wahrscheinlich 20 Millionen sehr, sehr viel. Na gut, mal gucken, was Dortmund dann sagt auf mein Angebot. Rotationsspieler, bitte. Musonda, auch ein gutes Talent, 5 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot. Wir sind an sich, dass er mehr wert ist. Gut. Das hatten wir bei dem Dings ja auch. Ich glaube, ich habe jetzt 15, glaube ich, gesendet, oder? Das habe ich da gesetzt. Bei Dembélé ja 15. Dann gehen wir mal ruhig nochmal um 5 Millionen hoch. Zack. Und schauen, was dann kommt. Dann haben wir 2x 20 Millionen. Relativ günstige Spiele. Und dann Isco als Vorvertrag. Und Isco akzeptiert den Vorvertrag. Wunderbar. Dann würden mir jetzt aber keine weiteren Spieler einfallen, die man sich noch holen könnte. Leno wäre eventuell noch. Eventuell Alexis Sanchez oder so. Ich weiß es nicht. Aber Sanchez baut auch sehr stark ab. Warum auch immer. Er ist eigentlich ein guter Spieler, ne? Sehr schön, dass Chelsea das akzeptiert hat. Jetzt spulen wir mal die letzten Stunden vor. Und da kommen auch die Angebote rein. Ich habe eigentlich auch die ganzen Jungs auf die Leihliste gesetzt, da kam aber nichts. Und er akzeptiert es auch, wunderbar. Willkommen im Club. Gehalt 130.000 kriegt er bei mir, Wahnsinn. Das ist ganz schön viel, ne? Ganz schön viel. Das haben die jetzt, glaube ich, gerade geschickt, ne? 20 Millionen wären denen zu wenig. Okay. Gucken wir mal weiter, Dembélé. 25 Millionen. Also wir haben ja noch ein bisschen Puffer. Und er ist auch relativ günstig, ne? Was den Vertrag betrifft. Also seine Summe, die er da haben will pro Woche. Gucken wir mal ganz kurz. Sonder, ja, ist okay. Ist okay. Können wir auf den linken Flügel setzen? Machen wir das ruhig mal. Und dann können wir das so machen. Das heißt, Baumann ist auch ein guter Typ, ne? Der wird sich auch noch entwickeln. Will ich Musonda gleich mal spielen lassen? Weiß es nicht. Also der ist auf jeden Fall, was physische Attribute betrifft, sehr gut. Also das gefällt mir eigentlich schon sehr. Wollen wir ihn vielleicht einfach mal testen, würde ich sagen. Für das nächste Match. Aber erstmal müssen wir noch den Rest der Transfers hier in Trockentücher kriegen, ne? So, Dortmund sagt inakzeptabel, die wollen 51 Millionen haben. Boah, was? Nee. 30. Also, der muss ja heftig gut sein, der Dembélé. Ist ein wichtiger Stammspieler bei denen, der muss sich ja stark entwickelt haben. Ich weiß es nicht, ob der irgendwie, keine Ahnung, in den paar Saisons, ich habe keine Ahnung,
so viel dazu gekriegt hat. Wahnsinn. 35 Millionen. Boah, was hat er denn für eine Gesamtbewertung? Das muss ja wirklich irgendwie... Ich hätte den vielleicht nochmal scouten können. Scan ihn ruhig mal. Der hat ein 90er Potenzial. Das ist wahnsinnig gut, ne? Können wir da vielleicht sonst noch einen Spieler anbieten? Inakzeptabel. Boah, jetzt wird's wirklich eng. 5 Millionen mehr. 40 Millionen für Dembélé. Oh, oh, oh. Alter Schwede. Also der scheint sich wirklich recht gut entwickelt zu haben. Wenn sie jetzt da Nein sagen, dann wird's wirklich eng. Dann wird's wirklich sehr, sehr eng. Was die Kohle betrifft. Akzeptieren sie 40 Millionen für Dembélé. Ach, du heiliger Bimbam. Und der will jetzt auch 80 haben. Ich weiß nicht, wie gut er ist. Er hatte am Anfang eine 79. Wir sind jetzt 2 Jahre in der Zukunft. Wenn wir davon ausgehen, dass er 2 bis 3 Punkte pro Jahr dazu bekommt, dann könnte er jetzt sogar eine 85 haben. Das wäre heftig gut. Dann wäre das ein gleichwertiger Ersatz, in Anführungsstrichen, für Costa. Aber glaube ich jetzt nicht so sehr daran. Hätte man vielleicht vorher scannen. Ich will immer scannen. Ich will die Leute einfach nur scannen. Ich bin echt der Tracky. Ja, gucken wir mal. Ich vermute eine 83 oder so. Das ist eine 83. Oder? Was sagt ihr? 82 nur. Der hat sich in 2 Jahren bei Dortmund um 3 Punkte verbessert. Das können wir besser, Jungs. Das können wir wirklich viel besser. Oi, oi, oi. Gucken wir mal. Also, Trainingsverletzung, 2 Wochen Jerome Boateng. Immer diese Verletzung. Das ist doch eigentlich nicht mehr schön. So, du kannst weg. Du bist nicht gut. 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 Was findet der denn da für einen Schrott in Frankreich? Das gibt's ja nicht. Ein guter Spieler oder was? Den darfst du gerne weiter scannen. So, Gareth Bale ist wieder auskuriert. Wunderbar. So, Neuverpflichtung. Akzeptiert, akzeptiert. Monatsbericht in der Jugendmannschaft. Wir gucken einmal kurz durch. 60er Gesamtbewertung, IV, wunderbar. Auch 60, der LV. 51 nur, 51, 53. Ja, der hier wird langsam kritisch. 85er Potenzial ist nicht so gut, aber das sieht sehr gut aus. 82 bis 94, sehr schön. 76 bis 90, okay. 84. Wenn wir Platzmangel kriegen, wird er wahrscheinlich fliegen müssen. 90 bis 94, Mario Diaz. Wahnsinnstyp. Echt sehr schön. Hauptsache, wir kriegen den noch ein bisschen hochgepusht. 85 bis 91. 90 bis 94. Das ist echt ein krasser Spieler. Der ist erst 15, Jungs. 57er Gesamtbewertung. Hier 62. 81 bis 87 ist auch in Ordnung. Und er hier auch nochmal. Wunderbar. Also ich bin soweit eigentlich zufrieden. Heißt es jetzt, mal die neuen Spieler im nächsten Spiel gegen Wolfsburg testen. Also bis gleich. So, wie wir sehen, habe ich Dembélé und Musonda drinne. Der Rest bleibt eigentlich gleich. Ich habe Kimmich noch draußen. Dafür ist Sanchez drinne. Kimmich ja mit einer 85. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt wieder verbessert hat, aber 85 ist super. Hat er sehr gut gemacht. Bale ist kurz davor, wieder wirklich fit zu sein, aber das dauert noch ein Momentchen. Ansonsten haben wir hier ja die beiden Todesverletzungen. Die sind auch nochmal etwas verletzt. Neymar. Schade, schade, schade. Aber gut, damit können wir direkt reinlegen. Reingehen in die Partie Bayern gegen Wolfsburg. Bis gleich. So, los geht es. Wir zu Hause gegen Wolfsburg. Und ja, Boateng hat sich verletzt. Es ist Bale noch angeschlagen. Neymar verletzt. Müssen wir mal schauen, was das jetzt wird. 2 neue Spieler auf dem Platz. Einer noch im Vorvertrag. Und da haben wir die Balleroberung übernommen. Oh, schönes Zusammenspiel. Auch gut rübergelegt. Benaglio hält, aber wunderbar. Robin Lewandowski mit dem Abschluss. Aber da war kein Weg dran vorbei. Wir machen vielleicht mal den Keeper zustellen. Hallo? So. Ohoho! Und da ist er, Alexis Sanchez. Wahnsinn! Der ging direkt auf seine Stirn. Da brauchte man gar nichts machen. Kevin De Bruyne. Was für ein präzises Zirkeling.
von der Ecke da. Mit dem Zirkel einfach zack. An die Stirn von unserem guten Freund Renato Sanchez. Hab gerade nach dem Vornamen gerungen, deswegen die kleine Pause. Aber echt, das war wirklich spitze. Schade, dass wir es nicht wirklich nochmal gesehen haben. Wahnsinn. Direkt hier zu Beginn, nach 8 Minuten, das 1:0. Es war aber auch ein perfekter Schuss. Und dann dieser perfekte Kopfball. Und das ist Abseits. Oder? Wäre wahrscheinlich kein Abseits gewesen, weil der Schiedsrichter das aktuell nicht abpfeift. Finde ich interessant. Kevin De Bruyne. Oh, was war das für ein Schuss? Was war das für ein Schuss? Robert Lewandowski, ich komme mit ihm irgendwie nicht mehr so gut klar. Ich wollte den eigentlich flach reinzirkeln. Das haben sie stark gemacht. Der geht in den Strafraum und er wird direkt reingenickt. Ich sehe es schon kommen. Zum Glück nicht. So, Dembélé. Oh! Und da macht er den rein, eiskalt. Sehr schön, Paulo Dybala. Oh Mann, ey. Oh Mamma Mia. Schau dir das an. Wie er sich da durchsetzt. Verteidigung kommt nicht ganz ran. Und er lässt sich da einfach Zeit, ne? Er lässt sich da Zeit, sucht sich die Ecke schön aus, macht den flach rein. Wunderbar, 2:0. Das geht einfach viel zu gut los. Ich weiß nicht, letztes Mal, als wir gespielt haben, gegen Dortmund, hatte ich das Gefühl, es war wirklich wesentlich schwieriger. Die Dortmunder waren nur am Pressen. Ich kam gar nicht nach vorne. Echt sehr krass war das. Yo, schade. Paulo Dybala will auf Robert Lewandowski noch ablegen. Wunderschönes Zusammenspiel. Ja, 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 ja. Da geht's oben lang. Oh, schade, 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 schade. Mario Gomez kann den Ball dort nicht kriegen. Müssen wir bitte aufpassen da mit den Grätschen. Aber ich glaube, Luke Shaw, ich weiß gar nicht, ist er verletzungsanfällig oder nicht? Hauptsache, da tut sich da nichts. Wir können mal ganz kurz schauen bei seinen Trades. War da irgendwie so, dass er verletzungsanfällig ist, genau. Und wenn er da so angegrätscht wird, selbst wenn es mit Ball ist, kann da leicht mal passieren, dass er sich verletzt. Aber da war wohl nichts los. Zack. Ja. Okay. Luke Shaw. Aus dem Nichts. Ich wollte nicht mal Dybala anspielen. Ich wollte ihn ja nicht mal anspielen. Krieg den Ball. Ich wollte hier Kevin De Bruyne anspielen. Oh, oh. Aufs lange Eck gehalten. Huselt er sich durch. Also, da kam kein Wolfsburger ran. 3:0. Wahnsinn. Warum war das denn gegen Dortmund so schwierig? Also ich weiß nicht, wie viel haben wir gewonnen? 2:0 oder so gegen Dortmund. Aber die haben uns halt ziemlich dominiert. Und hier habe ich das Gefühl, dass Wolfsburg irgendwie nicht da ist. Aber wir sind ja auch diesmal zu Hause. Vielleicht ist es deswegen vielleicht einfacher. Ich weiß nicht. Er hat Sanchez nicht so eine gute Ausdauer. Er ist natürlich im Mittelfeld, muss viel laufen, braucht daher extra viel Ausdauer. Schöner Schuss. Es gibt die Ecke. Also Benaglio verehrt sich ziemlich, dass er hier einfach alles hält. War auch gar nicht schlecht. Hätte da vielleicht aus lange Eck gezogen. Ich wollte flach unten hin. Naja, gut. De Bruyne. Ja, alles gut. Ja, das ist gut. Und wieder einmal den Skill verkackt. Also wenn ich skillen will, verkacke ich das. Und jetzt geht's da rund. Oh Mann, Mats Hummels, du bist zu langsam gegen Bruma. Ist nicht Bruma auch ein Innenverteidiger? Dachte ich. Weiter Ball und der ist weg. Der ist noch nicht weg. Das war gefährlich. Das war gefährlich, Jungs. Ecke für Wolfsburg. Geht jetzt hier zum Schluss nochmal irgendwie was. Caligiuri. Zurück zum Absender. Gefährlich. Thomas Müller und Nacho.
Oh, shit, Müller! Ach, was für ein Pech, ey. Was für ein Pech. Da hat Müller sich so gut durchgesetzt. Da hat er sich richtig, richtig stark durchgesetzt. Kriegt den Ball nicht ins Tor, schießt ihn an die Latte. Nee. Ja, da ist der Müller doch nochmal dran. 1-4-0. Wahnsinn. Thomas Müller macht's. Wir sind nicht gerade filigran. Doch haben einen Meisterplan. In der Hinterhand einen Meisterplan. Ich hab auch keine Ahnung. wunderbar. Da macht Müller nochmal seinen Fehler gut. Sehr schön. Auch wieder mal mehr Glück als Verstand. Aber ich glaube, diesmal war wirklich einfach Wolfsburg nicht so richtig aktiv dabei, ne? Sehr schön. 9-3. Wolfsburg zu Hause hier bei uns. Gar keine Chance. So, es steht noch einmal Training an, wollte ich gerade sagen. Wurde aber leider nicht angehalten, was echt ätzend ist. Ich bin einsatzbereit und Bellerin möchte über sein Gehalt sprechen. Ich habe vorher gedrückt. Ich habe weiter und sofort wieder stoppen gedrückt. Es hat einfach nicht geklappt. Dadurch verlieren wir jetzt leider eine Trainingseinheit. Man muss das denn immer sein. So, Bernard und Bellerin. Was will er haben? Ich versuche einfach mal jetzt so telepathisch da hineinzudenken. 120.000. Ich bin echt gut. Also jetzt wirklich habe ich das geraten. Haben wir so viel Kohle? Sonst haben wir gerade ein Problem. Ich kann Bellerin nicht so viel geben. Meine Wünsche wurden nicht erfüllt, in Anführungsstrichen. Aber doch, das müsste gehen. Doch, das geht. Das ist gar kein Problem. Wir haben auch noch genug Geld, um das abzuschließen. Aber das ist wirklich jetzt schon sehr, sehr knapp. Der arme Bellerin. So, ich würde sagen aber, ein Jahr, mehr als ein Jahr können wir nicht machen. Na gut, Räder 120.000, wichtiger. Er ist wichtig für die erste Mannschaft, ne? Er soll eigentlich immer spielen. Es sei denn, er ist nicht fit. Gut, das hätten wir hingekriegt. Dann wäre das nächste Spiel im Pokal, Viertelfinale gegen den Hamburger SV. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal heute einen Cut. Ich bedanke mich bei euch wieder, wie gesagt, am Anfang der letzten Folge in dem Retalk. Bitte unterstützt mich, bitte unterstützt das Let's Play. Daumen nach oben, würde mich wirklich, wirklich unterstützen, freuen und so weiter. Und ja, auch gerne Kommentare reinschreiben. Ist mir egal, was ihr schreibt. Schreibt einfach irgendwas, schaffen wir heute 100 Kommentare. Das wäre gut. Ihr könnt einfach irgendwas schreiben, ist mir egal. Lese ich mir alles durch. Also, ich bedanke mich, macht's gut, bis dann. Ciao.